Max! Oh, ich brauche Hilfe! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum ersten richtigen Video aus dem Jahre 2023. Und ich dachte, wir starten das Jahr gleich mal mit einem Kracher. Ich habe mich zum lieben Roman begeben, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und wir drehen für euch heute eine Folge Stack Attack ab. Roman hat nämlich den Murder Stack sich zuschicken lassen und ist auf mich zugekommen und meinte, der ist auf jeden Fall ein bisschen Aufmerksamkeit wert. Und das machen wir. Erzähl mal, wie ist dazu gekommen? Wer hat dir was geschickt? Und warum hast du dir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen? Also, ich bin ja befreundet mit dem Dave Palumbo und ich gucke immer dem sein Video, also seine auf YouTube-Videos an. Und dann hatte er jemanden im Interview, der heißt Sean Davis. Mhm. Das ist so ein Engländer von früher, aus den 90ern. Der war auch immer bei den ganzen European Tours dabei und so. Ich glaube, der war auch ist mal... Ist der Profi? Ja, ja. Okay. Hat auch mal den Dennis James geschlagen beim Mr. Universe. Ja, also da war, er war Erster und der Sean Davis war Zweiter. Dann ist er erstmal da NABBA-Profi geworden. Und dann später halt hat er die Profilizenz gewonnen bei der UK-Meisterschaft. Mhm. Auf jeden Fall hat der über seinen Cycle geredet. Und noch ein paar Geschichten früher von der European Tour erzählt mit Lee Priest und Nasser El-Sonbati und so. Und ich habe mir das Video, als ich es zum ersten Mal angeschaut habe, habe ich nicht so richtig zugehört. Aber dann war mir mal irgendwann langweilig und ich habe das nochmal so durchlaufen lassen beim Kochen. Kennst du ja, wenn man, man macht so sein Handy an und kocht was oder so und dann hört man sich das. Dann dachte ich mir so, hat er das wirklich gesagt gerade? Gell? Und da musste ich nochmal zurückspulen. Und dann dachte ich mir, boah, Mann, das ist was für Stack Attack für den Max. Sehr gut. Gell? Also, weil die Dosierungen, weil früher, kennst du immer so, wenn die Alten, die von früher, außer jetzt abgesehen vom Heiko, immer sagen, ja, früher, da war der Stoff viel besser, da mussten wir gar nicht so viel nehmen. Eine Winstrol alle drei Tage. Mhm. Da mussten wir gar nicht so viel nehmen, weil erstmal war der Stoff echt aus der Apotheke. Und wir waren ja nicht so blöd wie die heute alle. Die sind ja alle so, weißt schon, bla 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 bla. Außer der, abgesehen vom Heiko, sind ja alle, oh, ich nehme mein Stack für Mr. Olympia war ein Decker und ein Testo. Oder, oh, ich habe nie Insulin benutzt. Und lauter so Schwachsinn, wo du dir ganz genau weißt, guck dich mal an. Also nie im Leben. Ist schon lustig, ne? Dass gerade so aus der Generation, wo eigentlich so die ganzen Muscle-Monster gekommen sind, da haben sie alle am wenigsten Stoff benutzt. Genau, ja. Das war das Geheimnis. Und dann auch so die auch so Leute, die heute dann Coach sind, die erzählen, ah ja, früher, da haben wir immer abgesetzt und heute sitzt keiner mehr ab. Hahaha, Bridging, was ist denn das und so. Und ich habe schon... Wir kennen auch alle Protokolle von genau diesen Jungs, die anderen Leuten aufschreiben. Ich weiß, ja. Ich habe zum Beispiel mal mit einem geredet, der jetzt sagt, Bridging ist scheiße und man muss absetzen und wie viel alle nehmen, ist total abartig und sowas, gell? Und der hat mir halt dann so ein paar Tipps gegeben und meinte, dass ich auf jeden Fall mehr nehmen muss. Und dann war seine Empfehlung, das, was ich damals genommen habe, die Dosierung,
das wäre der Bridging-Stack gewesen. Also 750 Testo, 400 Boldenon und noch irgend so ein Oral dazu. Natürlich auch Wachs und so, ja. Das wäre das Bridging gewesen. Und das während den 12 bis 16 Wochen Blast, ja, war dann ungefähr dreimal so viel. Mhm. Dann dachte ich mir so, ah, okay, da weiß ich ja jetzt ganz genau, dass alles, was du immer auf, auch beim Dave in der Show auf RX Muscle und so erzählst, absoluter Schwachsinn ist. So, ja. Da gibt es viele Kandidaten von. Mhm. Kennen wir. Ja. Gut. Kennst du den Sean Davis persönlich? Bist du mal, ich habe mal mit ihm geschrieben auf Facebook. Mhm. Ja. So ein bisschen, also ein bisschen so hin und her, ein paar Fragen gestellt und sowas. Und der hat auch geantwortet, wirklich. Ja, es war nett. Richtig, also ein nettes Gespräch, weil der, ich glaube, der, sein Bruder war Diabetiker und er ist jetzt auch Diabetiker oder sowas, gell. Auf jeden Fall habe ich dann halt ein paar so Fragen gestellt, weil mich das schon interessiert hat. Also was mich interessiert hat, sieht man dann, wenn wir gleich den Stack besprechen. Und der hat auch geantwortet, richtig nett. Also hast du ihn auf seinen Cycle da angesprochen? Ja, ja. Okay, krass. Ich gesagt, aber ob er das wirklich gemacht hat, da meinte er so, ja, auf jeden Fall, ja, so war das und alles Mögliche. Weil wenn du das durchliest, dann muss man schon, ich musste auf jeden Fall nochmal sicherstellen, ob er wirklich meint täglich und nicht wöchentlich. Ja, und er so, doch, täglich. Ja. Holy shit. Ich würde sagen, wir spannen euch jetzt mal nicht länger auf die Folter, sondern droppen jetzt mal den Cycle. Ich denke mal, ein paar Bilder von lieben Sean haben wir schon eingeblendet, damit ihr auch wisst, von wem wir reden. Und du kennst das ja schon, ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Ich lese einfach mal vor. Und das, du sagst, das ist die tägliche Dosierung. Täglich. Okay, er hat das Ganze oldschool in CC, also Milliliter, angegeben. Regt mich höllisch auf, wenn das heutzutage einer macht, weil jeder benutzt ULAP und ein ML-Testo hat ja nicht überall gleich viel. Mhm. Wir gehen davon mal aus, früher war das tatsächlich alles aus der Apotheke. Daher kommt das und da kommt man das genau. So zu machen. Er erzählt auch eine Geschichte, weil wir haben ja gesagt, in England ist alles ein bisschen lockerer, wo er nach Ägypten geflogen ist, um da die Sustanon zu kaufen. Und dann kam er in England am Flughafen mit den 1000 Sustanon-Ampullen und so im Koffer an. Dann haben ihn die über Zoll halt rausgezogen und dann sagen die so, was ist das? Und dann hat er seine Profilizenz rausgeholt, hat gemeint, ja, ich bin Profi-Bodybuilder, ist Eigenbedarf. Dann haben die gesagt, ah ja, okay. Passt. Okay, so, fangen wir mal an. 2cc Sustanon, also 2 ml Susta, 2 ml Cypionat, 2 ml Test Suspension. Da wissen wir nicht, weißt du, wie viel Milligramm das waren? 50. 50 pro ml? Mhm. 2 ml Bolde oder Primobolan. Das macht aber schon einen Unterschied, weil damals war ja das Original Equipoise, war noch 50 Milligramm ja, pro genau. ml. Und Primo war damals, glaube ich, schon 100. 100, ja. 10 Tabletten Dianabol, eine Tablette Anapolon, soll es wahrscheinlich heißen, also Oxymetholon, 20 Einheiten Wachstumshormone, zweimal 75 Einheiten Lantus am Tag, also 150 Einheiten Lantus daily. Holy shit. Das war sein täglicher Dings. Das ist ja nur beim Testosteron, ne? Also Susta sind 500 Milligramm am Tag, Cypionat sind 400, also es sind glaube ich 200er, ne? Das heißt, es sind 900 Testo plus, also es ist 1 Gramm Testosteron am Tag, 7 Gramm Testosteron in der Woche. Gehen wir mal von Primo aus, 700 Primo in der Woche. Die Anabol waren 10er, 5er? 10er. 10er oder 5er, je nachdem. Also das ist ja unterschiedlich. Die aus Thailand wahrscheinlich. Und die sind meistens 10. Mhm. Also 100. Er sagt diese blauen Herzen. Und das waren 10er. 10er, ja. Ne? Also 100 Milligramm Dianabol, 50 Milligramm Oxymetholon. Was noch nicht so viel ist eigentlich, gell? Na, aber 150 Milligramm Orals am Tag ist schon eine. Ja, ja, aber wenn ich habe schon andere Dosierungen von Oxy gehört. Also 50 Milligramm Oxymetholon an alleine, sich ist ja nicht so viel. 100 Milligramm Dianabol am Tag hingegen ist schon ganz schön viel. Mhm. Da könnte ich nicht mehr essen. Also, no way. Er sagt in dem Podcast, er hat am Tag bis zu 10.000 Kalorien gegessen. Mhm. Was ich auch wieder so eine Frage. Ich habe schon 8 gemacht, gell? Und da musste ich schon echt planen
und aufpassen, dass ich ja nichts esse, was irgendwie meine Verdauung kompromittiert, damit ich das reinbekomme. Das finde ich mal bei Roman so geil. Die Leute, die werden ja immer zum Klugscheißer, so nach dem Motto, warum Roman denn nicht mal cheatet. Als ob du nicht mal auf die Idee gekommen bist, einen Burger zu essen. Wenn es das leichter machen würde, die Kalorien reinzukriegen, würdest du es machen. Ja. Aber das Problem ist, deine Verdauung ist danach so lahm, dass genau. du den Rest nicht reinkriegst. Ja, genau. Es ist wirklich nicht so, dass ich sage, das, mach halt McDonald's. Gell? Denke ich mir, ja, aber das Problem ist, du machst es oder eine Pizza oder sonst irgendwas und das macht deine Verdauung einfach für die nächsten, auf jeden Fall, du kannst nicht 90 Minuten später wieder essen. Obwohl McDonald's verdaust du schnell. McDonald's oder? Ist einfacher, okay, war ein schlechtes Beispiel. Aber Burger King, bei mir persönlich, Burger King, Whopper kannst du nicht essen. Burger King fickt mich. Da am nächsten Tag kommt mir noch dieser, die machen da irgendwie dieser Flame Grilled Geschmack ja. hoch. Gell? Also es ist wirklich. Das liegt auch lange im Magen. Mhm. McDonald's komischerweise nicht. Ja, also stimmt. Zumindest wenn du so die Standardsachen isst. Mhm. Okay, also Gramm Testo, 700 Primo, 100 Dianabol, 50 Oxymetholon. Wir bleiben mal erstmal bei den Roids. Ne? Was ich hier gar nicht drin finde. Irgendwelche Aromatase-Sachen. Das ist ein Aromatase-Hämmer. Also bei 7 Gramm Testosteron in der Woche muss auch dein Östrogen jenseits vom Böse. Da machen auch die 700 Primo ja. keinen Unterschied mehr. Ah ja. Hat er was zum Thema Wasserhaushalt irgendwie gesagt? Rate, warum er aufhören musste mit Bodybuilding. Also Blutdruck und dann wahrscheinlich Niere im Arsch. Okay. Das wundert mich auch dabei gar nicht, weil, also Niere wird bei ihm wahrscheinlich blutdruckbedingt ein Problem gewesen sein. Ja. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass du, also selbst du, und du bist jemand, der relativ wenig Wasser hält, du hättest die schlimmsten Wassereinlagerungen des Grauens. Ich weiß noch, ey, das erste Mal, also es war ich gerade neu frisch mit der Maren zusammen. Auf jeden Fall, das war die erste Offseason, die sie so miterlebt hat. Gell? Mhm. Und dann sage ich so, oh, ich habe so Wasser in den Füßen. Gell? Und sie hat mich, wir haben uns kennengelernt, da war ich halt richtig so gut in Form. Und dann habe ich so Offseason angefangen, dann kam das Wasser. Und dann habe ich gemeint, oh, ich habe so Wasser in den Füßen. Und sie so, ach, ich Schmarrn, nie im Leben oder so. Gell? Und ich so, doch, schau, zieh meine Hose hoch, sodass man halt mein Fußgelenk sieht. Und dann sie, fängt voll an zu lachen, weil es so lustig aussah, wie sich meine Socken so in das Wasser, also da so ins Fußgelenk reingefressen haben. Also wirklich, die hat das gesehen und musste anfangen zu lachen, weil das so abartig war, gell? Ja. Ja. Und am Oberkörper sah ich aber trotzdem gut aus. Es ist auch ein bisschen Schwerkraft, ne? Und das Problem ist, wenn du so viel Wasser hältst, dein Lymphsystem muss das ja quasi im Körper verteilen. Mhm. Und es ist halt tatsächlich so, wenn du stehst oder sitzt oder sonst, gerade wenn du sitzt, ist es ein Problem, weil du dir deine Lymphen quasi hier im Hüftbereich, deswegen zieht man im Flugzeug so viel Wasser in ja. den Beinen. Da kommen immer alle Leute auf, ja, das hat irgendwas mit dem Druck in der Höhe oder sonst was zu tun. Nein, setz dich mal 12 Stunden lang in den Bus, danach hast du genauso dicke Füße wie im Flieger. Exakt, und deswegen... Hast du schon mal eine Stewardess gesehen, die dicke Fußgelenke hatte? Nee. Weil die ganze Zeit rumlaufen. Ja. Ja? Also ohne Scheiß, bester Tipp, mal völlig random. Wenn ihr einen Langstreckenflug habt, steht mal einmal die Stunde auf, geht irgendwo ein bisschen hin und her und macht mal so 20 Wiederholungen Wadenheben. Mach ich immer. Immer. Und ihr werdet kaum Wasserprobleme haben. Ich ziehe mir auch so Socken an. Ja, ganz ehrlich. Oder das, oder Kompressionsstrümpfe. Ich mache beides. Weil es ist tatsächlich nicht ganz ungefährlich. Also ich ziehe mir die Kompressionsteile bis hier an. Mhm. Ja. Und dann sieht es auch ganz okay aus, je nachdem. Und was ich halt auch mache ist, ich passe auf, was ich esse. Ja. So, also meistens, je nachdem wie lang der Flug, ich versuche halt immer einen Nachtflug zu buchen, dass ich eben nicht essen müsste, theoretisch. Ja. Dann esse ich das letzte Mal, wenn das Flugzeug abhebt und dann am besten entweder nur noch Protein und keine Kohlenhydrate mehr oder gar nichts, wenn der Flug 8 Stunden dauert. Und dann hast du das Problem, dass du im 5-Minuten-Takt pinkeln musst dann, oder? Nein, weil ich nehme eine Diazepam und dann penne ich eh weg. Ja. Weißt schon? Also auf jeden Fall, man muss das nicht hinnehmen. Ja. Ne? Ja. Und wenn ihr krass Wassereinlagerung habt, ihr müsst da was tun. Es ist eigentlich keine witzige Nebenwirkung. Na, wenn ihr mit solchen Knöcheln durch die Gegend rennt, dann hat euer Herz gerade Überstunden geleistet. Und das Zweite, was passiert, ist, dass eure Niere ein Problem kriegt. Also nicht witzig. Ich muss dazu sagen,
Das wird heutzutage wird es nicht mehr so viel gemacht, so High Testo gefahren, glaube ich. Also zumindest so in meinem Umfeld. Mit Sicherheit gibt es noch so ein paar Leute, die das machen. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, so zu meinen Forenzeiten, ne, da sind ja mal sehr viele Experten gewesen, da waren ziemlich viele Leute, die gesagt haben, dass Testo erst so ab 2 Gramm richtig knallt. Warum auch immer. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass viele gesagt haben, Testosteron hat einen stark fettverbrennenden Effekt, aber auch erst ab 2 Gramm. Bist du mal so hoch gewesen mit dem Testosteron? Nee. Ich muss mal überlegen bei mir. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das Höchste, was ich mal eine Zeit lang gefahren habe, waren irgendwie so 1,5 Gramm, aber da ging es mir auch nicht gut. Und ich habe auch keinen großen Benefit davon gehabt. Also mir ging es immer besser, Testosteron eher moderat zu haben und den Rest ein bisschen höher zu machen. Also ich muss, also wirklich, ich habe damit, also mit Testo habe ich nicht so richtig viel rumexperimentiert, rauf, runter. Ich habe halt mit der Zeit einfach immer gesteigert, wenn ich das Gefühl hatte, oh, jetzt brauche ich ein bisschen mehr. Und meistens ist es jetzt so, ist jetzt nicht so abartig. Auf jeden Fall keine 2 Gramm. Nee. Ja. Es gibt halt, ich finde, bei Testosteron gibt es auch einfach so einen Sweet Spot, wo du dich gut fühlst. Und jeder fühlt sich ein bisschen anders. Ja, das ist halt nicht jeder aromatisiert gleich viel, nicht jeder hat das dieselbe Wasserproblematik und so weiter. Ja. Und ich finde, Testosteron wird einfach ganz schnell unwirtschaftlich. So, da ist einfach so, da sind die Milligramm in anderen Dingen besser angelegt. Ja. Gefühl. Okay. Nein, das stimmt. Ja. Muss man auch zu sagen, Susta, Cypionat und Suspension irgendwie zusammen. Hätte auch alles von einem nehmen können. Macht eigentlich keinen Unterschied. Ja, mir wäre das Suspension voll auf den Sack gegangen, weil ich habe gehört, dass, also ich weiß es nicht, kartet auf die Sau. Es tut endweh. Ja. Ja. Und was bringt es noch? Also weißt du, ich meine, da kannst so, die Leute haben das so als Trainingsbooster genommen. Ja. Um kurz, das, aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt sehr moderat Testosteron fährst und dann nimmst du so Test Suspension 2-mal die Woche für irgendein Training, wo Leistung abgerufen werden muss, okay, verstehe ich. Aber wenn du sowieso schon 5 Gramm Testosteron intus hast, ja, was macht dieser Spike noch da on top? Wahrscheinlich gar nichts. Ja. Also kann ich mir auch nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Da war einfach viel Hilfe. Es war halt einfach, das gab es damals. Weißt schon, wahrscheinlich hat er auch einen Connection gehabt, wo es günstig war. Ja. Und so. Und dann dachte er sich so, ah komm, noch dazu. Ja. Ja. Also das glaube ich auch nicht, dass es einen riesen Unterschied gemacht hat. 700 Milligramm Primobolan hingegen ist eine für das Paket, was er da damals gemacht hat, eine durchschnittliche bis wahrscheinlich sogar eher niedrige Dosierung. Mhm. Ich denke, Primo haben auch Leute mal 2 Gramm gefahren. Also ich wollte gerade sagen, ich hätte so erwartet, wie gesagt, wenn ich gesagt habe, also wenn man bedenkt, was ich gerade gesagt habe mit der guten Connection und so, dass er eher 2-3 Primos am Tag nimmt, als wie 2 extra Testos. Ja. Von dem würde auch meiner Meinung nach deutlich mehr Sinn machen. Also ja. Primobolan hat, also verglichen mit Testosteron in hohen Dosierungen, auf jeden Fall das deutlich nettere Nebenwirkungsprofil. Ja. Also ich glaube, wenn du jetzt 1,5 Gramm Primo nimmst, geht es dir nicht auf einmal schlecht. Wahrscheinlich. Genau. Und ich habe auch das Gefühl, also wenn ich jetzt so, ich glaube, man bekommt auch abgesehen von den Nebenwirkungen auch mehr Ergebnisse. Ja. Weil ganz ehrlich, was bringen jetzt diese 100 Milligramm Testo am Tag von der Suspension? Nix. Die machen gar nichts. Ja? Das ist so wie, wenn du ein bisschen Wasser in eine Pfanne spritzt, macht es halt kurz psch, ja? Ja. Also das, was mir da eher fehlt, ist so, warum hat er keinen Deka benutzt? Warum? Ich hätte mir lieber ein bisschen Testosteron gespart und einen Nandrolon dazu genommen. Das gab es ja auch zu dem Zeitpunkt. Ja, und ja, gab's. Deka, ja. Wird ja schon rangekommen sein. Norma oder Organon, da gab es die Ampullen, ja. 100%. Da irgendwie zu sagen, das Deka zieht so viel Wasser bei 5 Gramm Testo, würde ich lieber sagen, abenteuerliche Ansicht. Vor allem wie die Geschichte, wo er nach Ägypten fährt und sich die Testos mitbringt. Da ja, gibt's auch das Deka. Die hatten in der Apotheke da auch die Organon-Dinger. Ja. Ja. Also komischerweise wahrscheinlich, vielleicht, der hatte so viel Wasser von dem ganzen Testo und dann denkt man, ja, Deka zieht noch mehr Wasser. Also ich meine, vielleicht wurde es irgendwann zu unangenehm. Ja. So. Also schon komisch kombiniert. Ne? 100 Milligramm Dianabol am Tag. Man muss ja sagen, guck mal, er hat 7 Gramm Test, du weißt, wie das aromatisiert. Und dann wirft er noch 700 Milligramm Dianabol, was nicht zu Estradiol, sondern zu 17-Alpha-Estradiol oder
Methylestradiol oder whatever. Also das aromatisiert ja noch eine stärkere Form von Östrogen, nochmal on top. Ja. Also mit Sicherheit hat der auf jeden Fall eine Gyno-OP mal gehabt. Hat jeder, weiß ich meine. Also wäre Turinabol besser gewesen. Ey, wie viel Wasser möchtest du haben? Ja. Das Turinabol, das macht mich so prall. Ach so. Ja, und was ich vor allem nicht verstehe, ganz ehrlich, mein größtes akutes Problem an der Sache, okay, wenn du, sagen wir, das Wasser ist okay, du kommst damit klar irgendwie, ja, und dass du so viel spritzen musst, damit kommst du auch klar. Also mein akutes Problem wäre, dass ich nicht essen könnte. Ja. Also wirklich, was mich total ficken würde, wäre die Appetithemmung von den... Ey, und nicht nur mal, nicht nur die Orals, auch Injects gehen dir irgendwann auf den Appetit, weil das so toxisch wird für den Körper. Mhm. Also ich kann mir keiner erzählen, dass der auf 8 Gramm Stoff guten Appetit hat. Das passiert nicht. So, und bei 100 Milligramm Dianabol erst recht nicht. Plus die 50 Milligramm Anapolon. Ja, prinzipiell ist die Zusammenstellung Testo, Primo und meinetwegen Dianabol und Anapolon zusammen. In niedriger Dosierung würde ich sogar sagen, das kann Sinn machen. Anapolon ist ein DHT-Derivat, was aber eine ganz geringe Bindungsaffinität zum Androgenrezeptor hat. Das wirkt vor allen Dingen über den Progesteronrezeptor. Es wirkt auch direkt am Östrogenrezeptor. Mhm. Heißt, das ist so eine nette Ergänzung. Also wenn du sowieso schon deine Androgene auf Anschlag hast und du willst noch irgendwas extra machen, ist es halt dämlich, einfach nochmal denselben Rezeptor zu versuchen, tot zu ballern. Der ist eh schon am Limit. Deswegen sagen Leute mal so Dianabol und Oxys zusammen, das funktioniert ganz gut und das stimmt auch. Aber deswegen bringt auch bei, wenn man krasse Wassereinlagerungen bekommt, von dem würde jetzt ein Arimidex nichts bringen. Nee, du hättest halt ein bisschen weniger Östrogen. Ich meine, weil das... Achso, beim Anapolon genau. Bringt das nichts. Nee, ja, genau. Na, auch wenn du von Oxymetholon eine Gyno bekommst... Bringt auch nichts. Nur Tamox. Ja. Na? Oxymetholon schiebt auch unter Umständen Prolaktin richtig durch die Decke. Ja, ja, das zum Stoff. Ich würde sagen, so die Gesamtmenge ist halt crazy hoch. Das kenne ich aber andere Leute, die das auch machen. Und ich würde auch sagen, das ist nicht unrealistisch, dass das relativ viele Jungs so aus der Ära gemacht haben. Aber es ist halt nicht schlau kombiniert, meiner Meinung nach. Ist es nicht. Das war halt so eine... Ich kann mir... Also, jetzt nichts gegen den Typ... Ja, aber wenn du mit der, auch wenn der wieder im Podcast redet, er ist halt nicht so, er kommt nicht so intelligent rüber. Er ist halt einfach so, ich baller mir das, ich esse 10.000 Kalorien und wenn wir zu den Peptiden kommen, dann kann ich die Geschichte noch weiterführen. Mein Bruder ist Diabetiker, der hat gesagt, nimm das. Und dann fragt der Dave, ja was denn? Also was war denn das? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, mein Bruder hat gesagt, warum machst du das kurzwirksame Insulin? Das nervt doch, dass du so oft spritzen musst. Nimm halt von mir das langwirksame, ja, und dann kannst du auch mehr essen und musst nicht da dich immer so massiv vollstopfen nach einer Injektion. Ja. Er meinte, er sagt, das ist dafür verantwortlich, dass die Leute heute alle so einen dicken Bauch haben, weil die nehmen 25 Einheiten Humalog. Mhm. Er sagt natürlich nicht Humalog, er sagt Fast Insulin. Ja? Mhm. Und danach müssen sie versuchen, das aufzuessen. Also dagegen zu essen. Und wenn du, er sagt, dieses Land, er nimmt das Lantus, das langwirksame, er wusste nicht, wie das heißt, ja? Morgens und abends. Und dann bekommt er nicht diese Schwankungen. Ja? Und er kann einfach den ganzen Tag verteilt konstant essen. Ja. Kommen wir jetzt mal zu. Ich muss einmal noch abschließend was zu den Steroiden sagen. Ja. Generell ist es so, dass alle Steroide eigentlich schon gleich viel Muskulatur aufbauen. Das Nebenwirkungsprofil ist halt nur einfach eklig. Also ich glaube gar nicht, dass er sich damit so behindert hat, was Muskelaufbau angeht. Also wenn er jetzt 2 Gramm Testo weniger und dafür 2 Gramm Deka genommen hätte, glaube ich nicht, dass er netto 1 Gramm mehr Muskeln aufgebaut hätte. Aber es wäre ihm wahrscheinlich deutlich besser dabei ergangen. Ja. So. Na? So, jetzt bei HGH und bei Lantus kommen wir erstmal zum HGH.
da hört man einfach sehr oft, und das hört man auch immer noch, mehr ist mehr. Und das ist so eine Sache, die ich normalerweise überhaupt nicht unterschreiben würde, aber bei HGH würde ich es tatsächlich unterschreiben. Ich auch. Also unabhängig von dem, was ich selber ausprobiert habe, die Sachen, die ich von anderen Leuten gehört habe, war immer, ja. Außer von so ein paar Heuchlern, wo ich ganz genau weiß, die sagen das nur, ja, damit es auf Social Media nicht so krass rüberkommt heute. Es war immer, oh, ich habe mehr genommen, erstmal gingen alle meine Schmerzen weg und ich habe mich besser gefühlt und im Training und bla bla und stark und Muskelaufbau und Fettverbrennung. Es war immer nur, ich nehme mehr, mir ging es besser, ich hatte bessere Erfolge. Ich muss zu HGH was sagen. Also die positiven Effekte, was Muskelaufbau und Fettverbrennung angeht von HGH, finde ich, steigen mit steigender Dosis ziemlich proportional immer weiter an. Mhm. So. Ab einer bestimmten Dosis, finde ich, ist es lächerlich einfach, Muskulatur auf jemanden raufzupacken, auch ohne, dass der fett wird. Aber HGH hat auch ein paar Nebenwirkungen und die steigen auch einfach immer weiter mit an. Also du kannst nicht einfach sagen, du ballerst jetzt 40 Einheiten HGH. Das würde schon heißen, du baust wahrscheinlich doppelt so viel irgendwie auf wie mit 20. Sollte kein Mensch machen. So, kein Mensch sollte auch 20 nehmen. Aber du hast halt auch einfach die Problematik, du wirst wahrscheinlich so viel Wasser halten, deine Knochen werden wachsen wie Sau, du wirst ziemlich sicher Diabetiker in der Zeit werden. Tumorwachstum ist genauso schnell, heißt, wenn du irgendwas hast, was in dir schlummert, viel Spaß. Aber rein für die Bodybuilding-Aspekte ist mehr halt mehr. Und ich glaube, deswegen ist es auch eine Substanz, die von den Leuten, die sich das leisten können, extrem missbraucht wurde und ich glaube früher mehr als heute, weil wenn wir uns mal so die Massemonster angucken, gucken wir uns mal einen Markus Rühl zum Beispiel an. Das Problem ist, auf HGH wächst halt nicht nur Muskulatur, sondern halt auch so Kollagenstrukturen. Ne? Haut wird höllisch dick irgendwann auf HGH. Heißt, wenn sich jemand mit sehr viel HGH sehr schnell sehr groß züchtet, wird die Muskulatur immer anders aussehen als bei jemand, der das langsamer gemacht hat. Und die Haut wird auch anders aussehen. Ja. Ich habe drei Geschichten jetzt zu dem Thema. Wie du sagst, die meisten Leute werden abgehalten nur von den Nebenwirkungen. Mhm. Jetzt habe ich den Jordan Peters, den kenne ich persönlich, über den kann ich reden, weil der hat es auch schon selber in einem Interview gesagt. Mhm. Der meint, er hat in einem Chad Nichols Post auf Muscle Mayhem, da hat der Chad Nichols mal den Cycle von Ronnie Coleman gepostet und es war eine Zero-Stim-Ampulle am Tag, also 18 Einheiten, morgens 9, abends 9. Dann dachte sich der Jordan, macht er auch. Und er hat das gemacht, 3 Tage lang und er hat es, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, im Kopf nicht ausgehalten. Wegen dem Druck und so, weißt du schon, das, er meinte, das war zu brutal einfach, ja. Dann Nasser El-Sombati hat auch in einem Interview gesagt, das war mit Lee Priest und John Romano in der Shotgun Big Show. Da gibt es ja einen Radiomitschnitt, ne? Er sagt, er hat 6, das habe ich sogar gehört, genau diese Folge. Ja. Und ich hatte die mal gespeichert, auch auf meinem Laptop. Aber der Laptop... Die findest du auf YouTube. Ich habe die gehört. Ja, ich auch. Aber ganz schlechte Qualität. Ich hatte bessere Qualität. Okay. Er meinte, er ist raufgegangen auf... Also in der Off-Season hat er 10 Einheiten genommen, in der Wettkampfvorbereitung dann 18 und der Lou Ferrigno hat ihm empfohlen, er soll auf 36 gehen. Ja. Also er sagt, ein sehr großer Bodybuilder, sehr berühmt, wohnt in Kalifornien, das sagt er. Und der hat gesagt, mach 36 und er hat auch gemeint, das Einzige, was war, waren die Nebenwirkungen, deswegen hat er es nicht ausgehalten. Und letztes Mal Folge ist gerade aktuell im Cutler-Cast mit Jay Cutler und Chris Cormier. Da sagt der Chris Cormier, er ist nach Mexiko gefahren für so Gastauftritte und hat da ganz viel Wachs gekauft und hat es genommen, während er da war. Ja? Und er meinte, er hat eine ganze Flasche am Tag genommen. Also Genotropin, 36 Einheiten, gehe ich mal davon aus. Gell? Und dann sagt der Cutler, er hat nicht so das Gefühl gehabt, und dann meint er so, also muskelaufbaumäßig hat er dann so nicht mehr das Gefühl gehabt, das bringt ihm so viel, sagt der Chris. Und dann sagt der Cutler, ja, hatte ich auch nicht, aber ich habe trotzdem so viel genommen.
Also der Cutler hat auch 36 Einheiten. Sagt er da. Ja. In dem, dann lachen sie alle. Gell? Er sagt halt nicht konkret, ich habe 36 Einheiten genommen, aber der Cutler hat auch eine Ampulle am Tag genommen. Ja? Ich habe noch mehr Geschichten, aber das waren erstmal vier, ja, die ganz lustig waren. Und ich glaube das. Ich auch. Also, wir kennen, von Heiko gibt es immer eine Story, wo er, glaube ich, 50 Einheiten am Tag genommen hat. Mhm. So, und das hat er auch irgendwann, glaube ich, nicht mehr ausgehalten. Das glaube ich. Und ich glaube auch, dass er das gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch eins der Geheimnisse, warum die Jungs damals so massiv waren, aber nicht ganz so hart teilweise. Jay Cutler zum Beispiel, war der mal so richtig, richtig peeled? Ja, 2001. Aber da war auch deutlich leichter, ne? Ja, genau. Aber so den Look, so diesen 2009er Look und so, den man kennt von ihm. Der ist nicht hart. Oder also 2006, auch ein geiler Look von Jay Cutler. Der ist so, die Haut sieht relativ dick aus. Ne? Also wirklich ab, aber voll wie Sau. Ab 2001. 2001 war das letzte Mal, wo er hart war. Mhm. Also wo er so richtig, und da war es schon fragwürdig. Ja? Die Jahre davor war er nie. Also er war halt viel härter, aber halt dünner. Mhm. Und dann in 2001, das, da, wo er Zweiter bei Mr. Olympia geworden ist, ja, da war er noch richtig hart. Und dann ging es los, dann ging es langsam immer weicher, aber immer massiver. Mhm. Wahrscheinlich, weil er da auf einmal mehr Kohle hatte für sowas. Ja. Ja. Also so viel zum Thema HGH. 20 Einheiten halte ich für realistisch, wenn man sich das leisten konnte. Ja. So, jetzt zum Lantus. Ich meine, aus welcher Zeit kommt der Cycle? Ende 90er? 2000? Ja, so 96, 95, 97. Okay, da haben wir generell, da fing das ja mit dem Insulin sowieso erst an, oder? Also wenn du den Milosch fragst, ja. 90er, oder? Anfang so, 90er. Er selber hat seine ersten Experimente gemacht, so in den 90ern, aber die Leute, die damit angefangen haben, kennst du noch den Mike Christian? Mhm. Der hat schon Insulin benutzt. Ja. Tim Belknap. Sagt mir nichts. Das war Diabetiker. Mhm. Das war der Erste, der richtig so davon gesprochen hat, Insulin zu benutzen und auch für Muskelaufbau einzusetzen. Und das war auch einer von den, das war damals einer von den Massemonstern, der aber auch nie richtig hart war. Mhm. Ja. Und dann der Mike Christian. Der hat auch so ein bisschen mit Insulin rumexperimentiert. Der Milosch war der Erste, der das so richtig auch populär gemacht hat. Und dann ging es halt los. Ich weiß, dass der Dave den Kevin Devroney vorbereitet hat für die 96 Arnold. Mhm. Da haben sie Insulin in der Vorbereitung benutzt. Und aber so halt Mitte der 90er ging das los mit so Insulin. Aber da wurde vor allen Dingen Kurzwegsamen. Also Milosch ist da ja auch Humalog. Da gab es noch kein Humalog. Nee? Humalog kam erst später. Und der Milosch hat auch seine ersten Experimente gemacht mit dem Novolog R. Mhm. Oder so, ja. Mhm. Also diesen Mittel, was so ungefähr 8 Stunden wirkt oder sowas. Also was nach 8 Stunden wieder draußen ist. Und damit hat er halt gesagt, er musste das so vorm Training immer so timen. So, okay, jetzt habe ich Frühstück und ich weiß, ich trainiere in so und so viel Stunden. Dann habe ich den Peak nach 4 und dann ist es draußen nach 8. Er hat halt immer so getimed. Mhm. Und dann meinte er, als das, und da gab es nur dieses Regular R, mhm, und halt das Lange. Ja. Und N hieß es, glaube ich. Ja. Das war das Lange, ja. Auf jeden Fall, die beiden hatten sie nur. Und die super schnellen Sachen, die kommen erst später. Okay. Ja. Okay. Also, jetzt sind wir aber bei Lantus. 150 Einheiten Lantus am Tag. Also ich kenne Leute, die 100 Einheiten Lantus am Tag benutzen und das funktioniert. Komischerweise, es gibt keinen Diabetiker, der 100 Einheiten Lantus am Tag benutzt, komischerweise. Aber ich glaube, ich bin selber schon mal bis auf 60 Einheiten Lantus am Tag plus Humalog, mhm, rund ums Training hoch. Also locker mit 2x Training am Tag plus, also ich bin auch schon bei über 100 Einheiten Insulin am Tag gewesen. In Summe, ja. In Summe, also das ist auf jeden Fall nicht unrealistisch, dass es einer gemacht hat. Bei Lantus hast du, Lantus funktioniert ja auch unfassbar gut. Ja. Also die IGF-1-Produktion wird so hoch gewesen sein, wie nur irgendwie möglich. Problem ist nur einfach, bei 150 Einheiten Lantus am Tag hast du irgendwann keine Eigenproduktion mehr. Ja, also du bist halt, wenn du das lange machst, bist du darauf angewiesen,
aufs Insulin. Also du machst dich künstlich zum Diabetiker. Das heißt aber nicht, dass du dir deine Beta-Zellen kaputt machst. Sondern? Also im Gegenteil, ja, der Körper hört halt auf, Insulin zu produzieren. Also du verhinderst eigentlich, dass du auf lange Sicht Diabetiker wirst durch diese hohen Mengen GH. Aber viel Spaß, irgendwie das abzusetzen und deinen Körper wieder dazu zu kriegen, Insulin zu produzieren. Wie würde man das angehen? Die Engländer machen das ja. Die machen ja gerne mal so 4 bis 6 Wochen durchgehend Lantus. Und dann gehen die einfach davon aus, dass die Insulinsensitivität für den Arsch ist, gehen mit den Carbs runter und schauen halt, dass das einfach irgendwie wieder läuft. Aber wenn ich mir das so durchlese, klingt das eigentlich so, als ob er das jahrelang gemacht hat. Ja, ja, also halt immer, wenn er Off-Season hat. Und jetzt ist er halt Diabetiker, ne? Ja. Also hat nicht so gut funktioniert. Also ich mag Lantus, das funktioniert sehr, sehr gut, aber ich würde das immer zeitlich begrenzt machen oder halt nur an einigen Tagen in der Woche. Ja. Ja, also musst du ja nicht jeden Tag machen. Nee, also ich würde es zum Beispiel, also sagen wir, ich habe einen trainingsfreien Tag, da würde ich es nicht machen. Mhm. Ja. Und ich würde schon mal generell nur einmal am Tag injizieren. Wenn du es morgens injizierst, hast du eigentlich ja über den ganzen Zeitraum, wo du isst, hast du es abgedeckt und über die Nacht die 12 Stunden oder 10 Stunden, die würde ich zumindest mal nutzen, um den Körper mal Pause zu geben vom Insulin. Und das funktioniert auch gut. Mit IGF-1-Produktion, gell? Ja. Wie war das da mit muss man da T4 dazu nehmen? Also für die, also du brauchst stabile T3-Werte. Mhm. Bei 20 Einheiten HGH musst du sowieso entweder Unmengen T4 nehmen oder T3 nehmen, damit du normale Werte behältst. Ja. Ne? Also das. Nein, das ist ein Unterschied. T4 oder T3? Nee, um normale Werte, um normale T3-Werte aufrechtzuerhalten, ja, musst du entweder T3 supplementieren. Oder du musst halt eine dementsprechende Menge T4 supplementieren. HGH. Aber was? HGH. Das ist ja die Frage. Pass auf. Entschuldigung. Ja? Die Frage ist, was ist schlauer? Also ist ganz einfach. HGH sorgt dafür, dass der Körper mehr T4 in T3 umwandelt, mhm, als er das normalerweise tut. Also die Konvertierungsrate wird schneller. Ja. Das sorgt im Umkehrschluss erstmal für höhere T3-Werte, sorgt aber auch dafür, dass du einen T4-Mangel hast. Ne, das T4 wird produziert und wird schneller in T3 umgewandelt. Genau. Deswegen hast du einen T4-Mangel. Das sorgt dafür, dass TSH steigt. Dein Körper versucht mehr T4 zu produzieren, um dieser Konvertierungsrate gerecht zu werden. Mhm. Und das sorgt dann ganz schnell dafür, dass du eine Schilddrüsenunterfunktion hast. Weil wenn du konstant mit dem TSH-Wert jenseits von Gut und Böse rumrennst, gibt irgendwann deine Schilddrüse auf. So. Zusätzlich ist es aber so, dass ein niedriger T4-Wert macht, dass die Muskelzellen weniger affin sind für IGF-1. Das kann gut sein. Deswegen ist es immer der schlauste Weg. Du willst ja eigentlich immer, du willst deine natürlichen Werte aufrechterhalten. Heißt im Endeffekt, die Menge T4, die mehr umgewandelt wird, die sollte zugeführt werden. Das sorgt dann im Umkehrschluss dafür, dass dein TSH nicht durch die Decke geht. Die Schilddrüse nicht viel, die produziert dann immer noch die normale Menge und der Rest ergänzt du und du behältst auch gleichzeitig normale bis hohe T3-Werte aufrecht. Und bessere Aufnahme von IGF-1 an der Muskelzelle. Ich habe das nämlich mal auch gelesen, es gibt so unterschiedliche Enzyme und sobald du zu wenig T4 hast, geht so ein bestimmtes Enzym runter. Mhm. Die Abkürzung war, es gibt D1, D2 und D3, irgendwas so Diogenes-Enzym, irgendwas, was weiß ich, auf jeden Fall macht das Muskelzellen, ich weiß nicht mehr genau, nagelt mich nicht fest, aber auf jeden Fall, wenn man T4 supplementiert, war es schlauer, weil das dieses D irgendwas oben hält, ja, was dann bedeutet, dass man besser Muskeln aufbauen kann, weil IGF-1 besser an die Muskelzelle kommt oder irgendwie also, sowas. Ich mache es mit all meinen Athleten so, die HGH nehmen. Ich orientiere mich dort am TSH, T4 und T3-Werten und die haben alle T4 drin. Zu niedrig. Genau. Und ich gebe eigentlich nur T4. Wenn du zum Beispiel nur T3 zur Verfügung hättest, wäre es trotzdem schlauer, T3 zu nehmen, anstatt mit einem 6er TSH durch die Gegend zu rennen. Ja. Ne? Also wenn es nur darum geht, dass du deine Schilddrüse nicht schrottest über Zeit, kannst du das machen. Ne? Aber ansonsten dementsprechend T4. T4. Gut, nehmen. Das wollte ich sagen, weil das ist immer so eine Frage. Manche sagen ja,
Ab wie viel Einheiten muss ich Insulin dazu nehmen? Ab wie viel Einheiten muss ich Schilddrüsenhormon dazu nehmen? Ich meine, ja, das kann man nicht sagen. Also weißt du, was ich meine? Ja. Es ist so richtig so. Musst du gucken. Wie sieht dein HbA1c aus? Genau, wollte ich gerade sagen. Wie sieht dein TSH aus? Ja. Also weil, als ob es da so eine Grundregel, ab 3 Einheiten 5 Insulin und 50 Milligramm T4 und ab 5 Einheiten das und ab 10 Einheiten, das kann man nicht sagen. Das Einzige, was ganz gut ist bei T4, du kannst T4 nicht krass überdosieren, weil der Körper sowieso nur das umwandelt in T3, was er auch tatsächlich braucht. Ja, also im Zweifelsfall lieber einen Tick zu viel T4 als zu wenig nehmen. Ja, da ist man immer auf der eher sicheren Seite. Kann man sich, weil du weißt ja, manche Leute nehmen ewig lang T3 in der Diät. Mhm. Ja? Und dann ist ihre eigene Schilddrüse eingeschlafen, mehr oder weniger. Kann man das mit T4 auch machen? Dass ich sagen wir, ich nehme jetzt, ich kriege T4 gratis oder mehr oder weniger. Kostet ja auch ehrlich gesagt nichts. Ja? Nee. Und dann nehme ich jetzt 1 Milligramm am Tag. Mhm. Ja? Das ist ziemlich dumm, wäre, aber. Ja, theoretisch. Kann ich mir damit auch die Schilddrüse einschläfern? Ich denke schon. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil dann wird dein TSH wird auch gegen Null gehen, weil genügend da ist. Und das Problem bei T4 ist eigentlich noch viel ekliger, weil die Halbwertszeit von T4 noch viel länger ist. Also es dauert ja ewig, bis du das aus dem System raus hast. Ne? Aber ich dachte, der TSH sorgt dafür, dass der Körper T4 produziert. Warte mal, aber ich... Der TSH sorgt dafür, dass der Körper T4 produziert. Genau. T3, aber wenn jetzt mein T3-Spiegel erhöht ist durch exogene Gabe, ja, geht dann auch mein TSH runter? Ja. Ja, weil dann hört der Körper auch auf, T4 zu produzieren, weil genügend T3 da ist. Also das ist das Feedback. Ja, es ist kompliziert. Es ist schon kompliziert. Und mit Sicherheit ist es auch noch deutlich komplizierter, als wir das hier gerade versucht haben. Genau, weil es sind ja nicht so viele andere Faktoren noch dabei. Da gibt es mit Sicherheit noch die ein oder andere Variable. Ja. Aber so für den Laien sollte das reichen. Einmal kurz zusammenfassend für den Stack. Ich denke, der ist realistisch. Mhm. Also ich denke, das wurde tatsächlich so oder so ähnlich gemacht. Ich denke, insgesamt sind es zu viel Steroide. Ich glaube nicht, dass die Hälfte an Steroiden hätten ihm muskelaufbautechnisch dasselbe Ergebnis gebracht. Nur weniger Nebenwirkungen. Weil das Ding ist, es gibt eine maximale Proteinsynthese. So. Oder selbst wenn deine Proteinsynthese noch höher ist, ist ja der Reiz, den du im Training setzt, nicht doppelt so hoch. Genau. Du kannst nicht doppelt so viel regenerieren, doppelt so viel kaputt machen, doppelt so viel essen. Heißt, ich denke, er wird damit schon über dem gewesen sein, was sinnvoll ist und wegregenerierbar ist. Also damit denke ich, hat er seinem Körper ja offensichtlich auch geschadet. Ich denke, die HGH und die Insulindosierung sind ziemlich gängig bei den Jungs, die so viel Fleisch damals rumgeschleppt haben. Ja, also was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe ein Beispiel für sowas. Du kennst die Leute, die am Aufzug stehen und drücken, dann geht das Licht an von dem Schalter und dann so... Als ob dann der scheiß Aufzug schneller kommen würde. Ja? Ist auch immer so ein geiles Argument, was immer kommt. So, ich liebe das, wenn so alte Bodybuilder entweder ihre Dosierung runterspielen oder so. So der Klassiker ist, wenn jemand eine Dosierung so runterspielt, was er angeblich damals gemacht hat. Und ich denke so, ihr wolltet die Weltbesten sein. Ihr werdet mit Sicherheit gedacht haben, wenn ihr mehr Stoff nehmt, wird das auch schneller gehen. Ihr werdet das auch gemacht haben. 100 Pro. So, und dann kommt man halt irgendwann an den Punkt, wo man feststellt, dass es eine Grenze gibt, wo einfach mehr nicht mehr bringt. Genau. So. Und dann geht man wieder so einen Schritt zurück. So. Ja. Und bei Roman denke ich mir zum Beispiel, Roman, er hat auch ein Ziel. Ne? Roman kennt sich sehr gut aus. Und wenn Roman denken würde, dass ihm 7 Gramm Stoff mehr als 2 Gramm Stoff bringen würden, dann würde Roman mit Sicherheit 7 Gramm Stoff nehmen. Kann es laut sein. Macht er aber nicht. Ja. So, das hat einen Grund. Das liegt ja nicht daran, dass du dumm bist und denkst, oh nee, so, wenn Roman denken würde, er wird jetzt bei 7 Gramm mehr auseinanderfliegen, dann wäre Roman wahrscheinlich der Erste, der sagen würde, gib ihm. Natürlich, also ist auch so. Es ist ganz normal, das ist doch die, also wenn du... Das ist doch die Einstellung, die du mitbringst, wenn du den Sport machst. Genau, was du investierst und alles, also jetzt mal nicht nur finanziell, sondern auch so... Das ganze Essen und den Aufwand und die Anstrengung im Training. Ja, dein ganzes Leben besteht aus
Genau. Dem. Und dann denkst du dir so, ah, stell mal vor, bei jedem Training, wo du machst, ist, weißt du, theoretisch, also ich könnte mehr rausbekommen, wenn ich 1 Gramm mehr nehmen würde. Was ja überhaupt keine physischen Anstrengungen darstellt. Ja. Und bei jedem Training weißt du die Gewissheit, ah ja, wenn ich jetzt eine Anapolon mehr am Tag nehmen würde, dann wäre ich viel besser. Ja. Wer wird das dann nicht machen? Jeder macht es. Ja. Also jeder. Zumindest jeder, der ein ambitioniertes Ziel hinten raus hat. Genau. Also wirklich, weil wie gesagt, jeder, der das investiert und alle investieren das, die bekannt sind, ja, die haben physisch ihr Bestes gegeben. Und dann werden sie bestimmt nicht sagen, ah, dann mache ich jetzt lieber nicht so viel von dem, weil nicht, was ist, nicht, dass ich zu gut werde oder weißt nicht, du, dass es zu schnell du, geht. Du riskierst jeden Tag im Training, dass du dir irgendeinen Muskel abreißt, deine Karriere beendest, opferst dein ganzes Privatleben und so und denkst so, ja, ach, weil meine Leberwerte dann ein bisschen höher sind, deswegen mache ich das jetzt nicht. Ja. Daran wird es halt fucking nicht scheitern. Ja. So, und ich schwöre, selbst die guten Bodybuilder mit Potenzial, die sehen das selbst auf Amateurebene so. Mhm. Und das ist so. Ich finde es komisch, wenn das jemand nicht hat. Bei meinem Trainingspartner, es gibt natürlich auch Dumme, gell? Bei meinem Trainingspartner, der hat mir erzählt, er war hinter der Bühne bei der deutschen Meisterschaft. Und da hat ihm einer, also der hat sich überhaupt nicht platziert, total beschissen, gell? Und er war Zweiter damals in dem Jahr im Schwergewicht. Also Männer 5. Nee, Männer 4, da gab es noch keinen Männer 5. Echt, das gab's mal? Ja. Krass. Da war ab 90 Kilo, der Dennis Wolf hat die Deutsche gewonnen in der Männer 4. Witzig. Ja, und der war 105 Kilo und mein Trainingspartner war 99 oder 98. Mhm. Ja, Alex Arnold. Und der hat mir erzählt, dass ihm einer von den anderen erzählt hat, der hat extra für den Wettkampf hat einen Kredit aufgenommen. Ja, und das glaube ich. Und der hat nichts erreicht dabei. Dann dachte er sich, er würde nie einen Kredit aufnehmen für so eine Diamant, also schon so eine Glas-Dings, dritter Platz oder was. Ja? Aber es gibt so Leute, wie gesagt, und ich glaube ja, ich glaube nicht, dass so jemand wie diese Person sich gedacht hat. Ich kenne mehr Leute, die einen Kredit für eine Prep aufgenommen haben. Tatsächlich. Ich noch nicht. So. Also dann läuft halt tatsächlich was falsch, weil spielt das Spiel mal nach hinten raus. Das wird ja nicht funktionieren. Aber egal, wir kommen von Hundertsten ins Tausendste. Ja. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht wird Roman auch demnächst nochmal in der Folge Stack Attack auftauchen. Ihr könnt uns gerne, also mir nervt Roman nicht damit, gerne eure Stacks bei Instagram schicken, wenn ihr wollt, dass wir da mal rüber gucken. Am besten mit allen Informationen, die ihr so habt. Bilder, eure Ziele, euer Werdegang. Am besten schickt ihr uns dazu auch nochmal euren Ernährungsplan und wo die Reise so hingehen soll. Und dann werden Justin und ich das bei nächster Gelegenheit mal auseinanderpflücken. Oder ich. Oder Roman. Oder wir drei. Oder wir drei. Auf jeden Fall danke für diese Stack Attack Folge. Gerne. War auf jeden Fall mal was anderes. Hat mich gefreut. War mal jemand, der auch nach was aussah. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.